Und damit, Gummo 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 zusammen, wir sind wieder hier bei News Spekulatius. Ja, und nachdem wir uns gestern erst unterhalten haben über meine Highlight- und Flop-Spiele der Nintendo Direct, würde ich sagen, kommen wir heute zu Teil 2 der Highlights und Enttäuschungen. Diesmal aber zu den Spiele-Updates, die uns da präsentiert worden sind. Und ich denke, hier wird Nintendo nicht ganz so gut bei wegkommen wie gestern. Und warum und wieso das so ist, das werden wir heute in diesem Video ein wenig belaberisieren. Es wird dementsprechend sehr lecker. Also Daumen nach oben reinschallern für den heiligen Support und jetzt die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst von diesen Videos. Ja, vielen Dank an alle aktiven Abonneter-Ehrenbrüder da draußen. Ja, klar. Und ich würde sagen, wir arbeiten jetzt zunächst mal, wenn wir von den Spiele-Updates reden. Da gab es ja einige in der Direct. Ich würde sagen, wir arbeiten erstmal hier. Paket 2 des Erweiterungspakets oder Erweiterungspasses heißt es, glaube ich, für Xenoblade Chronicles 3 ab. Arbeiten wir das mal ab. Ja, da kann man ja relativ schnell durch. Also wir haben zum einen die neue Heldin Ino bekommen. Oder sie wird bald kommen. Dann gibt es noch Kampfprüfung und ich glaube, das war es soweit. Und so wie ich das verstanden habe, soll Paket 3 quasi dem Volume 2 Inhalt, den ich eben vorgestellt habe, wohl sehr, sehr ähnlich sein. Da kommt auch eine neue Heldin und wieder weitere Challenges oder so, was an sich ja erstmal gar nicht mal so cool klingt, aber hey, ne, wer will jetzt complain hier? In Mario Strikers Battle League Football kommen in den Wellen ja auch nur neue Charaktere und Stadien und Gears hinzu. Also von daher, ja, warum da jetzt ein Fass aufmachen? Aber hey, ja, wo wir schon mal dabei sind, Mario Strikers dies, das, hier, ne, Welle 2 von Mairo Strikers. Da kommen ja jetzt bald Pauline und Diddy Kong mit dazu. Eine sehr, sehr gute Wahl, muss ich sagen. Trotz der, oder ich sag mal, wirklich trotz der Gerüchte, dass Bowser Jr. statt Diddy Kong kommen sollte. Aber ich denke, der wird dann wohl in Welle 3 oder so Platz finden. Und falls nicht, dann vielleicht in zukünftigen DLC-Updates, wenn sie das Spiel dann mal wirklich erweitern, ne? Copium geht raus. Ja, apropos Pauline, Diddy Kong, ja, es gibt die Fassausrüstung, die dazu kommt, die, man könnte sagen, ganz auf die Kongs angelehnt ist. Ja, es gibt, glaube ich, keine Gears, die für Pauline bedeutungsvoll sind, sondern eher diese, wie gesagt, Fassausrüstung. Das ist die Ausrüstung für Welle 2. Und das Planetstadion kommt noch mit dazu, was mich aber irgendwie mehr an Rosalina erinnert hat und was meines Erachtens nach viel mehr an Rosalina anspielt als an Pauline oder Diddy, oder? Wie habt ihr das gesehen? Also, der offizielle deutsche Name heißt Planet und das ist halt voll Mario Galaxy. Aber hey, ne, kostenloser Content, also ich will mich nie beschweren, ja. Das ist das Ding. Aber kommen wir jetzt, ja, zum nächsten. Hier, Splatoon 3. Wobei, ich habe da ja gestern erst im Splatoon 3 Online-Video drüber geredet. Lohnt's da sehr gerne hinein, wenn ihr da meine Meinung zu wissen wollt. Infokarte hier, oben rechts, ne, Splatoon 3, nach dem Video, rein. Und außerdem rein in hier Spotify, ne? Hier, Mario Strikers. Song. Was ist das? Danke an alle HörerInnen auf Spotify. Sehr ehrenhaft, ja. Aber genug der Eigenwerbung. Kommen wir jetzt zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht so, hä? Hättest du das nicht im gestrigen Video oder so bereden können? Ich meine, es ist ja eher ein Spiel als ein Update, aber ja, an sich ja, aber heute geht mir der Rant nicht ums Spiel, sondern um den DLC, der letzte Woche in den sozialen Medien angekündigt worden ist. Der Rayman-DLC, meine Kerle. Rayman kommt zurück, der Bruder. Man hat keine Sekunde von ihm in der Direct gesehen. Keine einzige Sekunde. Ich meine, hey, das Spiel ist noch nicht mal draußen. Da müssten sie uns jetzt auch nicht Rayman zeigen, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der Donkey Kong DLC für Mario und Rabbids 1 damals vor Release gezeigt worden ist. Vielleicht sogar in der Direct oder so oder kurz vor Release oder vielleicht vertue ich da auch was. Falls ihr es wisst, sehr gerne in die Kommentare, aber das hier so als
Im schlimmsten Falle Fragestellung, ja. Wurde der nicht damals auch vor Release angekündigt? Warum macht man es nicht bei Rayman? Und bei Rayman wurde er ja vor Release angekündigt des Spiels. Also warum nicht dazu noch irgendwie Gameplay zeigen? Aber ne, vielleicht wollte sich das Nintendo aufsparen oder Ubisoft. Oder, ich weiß nicht. So, vielleicht ist da noch ein dritter Grund. Ich bin mir sicher, auf den kommen wir gleich. Auf den kommen wir sehr gerne. Sehr, sehr in Bälde drauf zu sprechen, ja. Aber ja, der Rayman DLC fand in der Direct 0 statt, was für mich absolut frech ist irgendwo. Weil, jetzt mal for real, genau dieser Content ist doch eigentlich gedacht, wie, also er ist doch wie für die Direct gemacht. Und am Ende sieht man nur einen kurzen kleinen Trailer mit wieder einer neuen Welt und was weiß ich. Aber Rayman ist zu keiner einzigen Sekunde zu sehen. Was auch irgendwo zeigt, ne, hier Punkt 3 vielleicht, dass dieser Content, ich hatte es in der Direct schon mal gesagt gehabt, in der Reaction, der Content wurde wohl zu kurzfristig angekündigt. Und zwar eine Woche, wie gesagt, vor dem Release der Direct wurde dieser DLC angekündigt. Und vielleicht war das für Nintendo zu kurzfristig, um das noch irgendwie als Content in die Direct packen zu können. Von wegen, nee, die Direct war letzte Woche schon fertig, wir können das jetzt nicht noch umgestalten oder so, deswegen zeigen wir keinen Rayman. Oder ne, wer auch immer dahinter steckt, so ob Ubisoft selbst nicht wollte, dass das gezeigt wird. Warum auch immer. Wenn sie schon Teaser zeigen, könnt ihr auch in der Direct auf ihre Gameplay zeigen. Wie seht ihr das? Schreibt das mal in die Kommentare, ja. Findet ihr das auch frech mit hier Rayman und so? Erst ankündigen und dann ein Riesengeheimnis drum machen? Aber gut, ja. Mario Kart 8 Deluxe Welle 3 wurde ja zumindest gezeigt. Wenn auch nur sehr spärlich, muss man dazu sagen. Ne? Also, zwei Strecken von 8 zu zeigen, ist meines Erachtens zwar eher ein Teaser. Retalk. Ja, hier, was war das für Strecken? Bergbescherung und Peachs Schlossgarten von Mario Kart DS, glaube ich. Wo ich bei zweiterem erstmal irgendwie Baby Park aus Reflex in der Reaction gesagt habe. Ich weiß auch nicht wieso. Also, ich glaube sogar in der gleichen Sekunde sagte der Sprecher Peach Gardens. Und ich, oh mein Gott, Baby Park! Dabei ist die Strecke auch schon in Mario Kart 8 drin. Also, Keks. Aber ja. Peach Schlossgarten und Bergbescherung. Schön, dass die Strecken zumindest schon mal confirmed worden sind, ja. Und wohl auch irgendwie jetzt in diesen Data Mining League reinspielen. Ja, von wegen diese. Wir haben uns da in einem Video mal drüber unterhalten, von wegen dieser 1-Sekunden Soundfiles, die ganz leicht anteasen, welche Strecke in welchem Cup sein könnte. Und ja, das scheint wohl irgendwie dem ganzen in die Karten gespielt zu haben, jetzt diese beiden Strecken. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur nächsten Enttäuschung. Ja, hier, Nintendo Switch Sports. Was für eine schwere Geburt war das in der Direct? Und generell, was für eine schwere Geburt ist dieses Spiel bitte? So, ohne Witz, ja, wie tief das Spiel jetzt einfach schon im Schatten des Vorgängers steht, weil es incomplete ist. 5 Monate nach Release, holy shit, ja. Das ist echt unglaublich, muss ich sagen. Also, was soll das Spiel am Ende des Tages gewesen sein? Also, das Spiel ist das beste Beispiel von wegen Nintendos Plan Games as a Service. Mario Strikers ist auch so ein Beispiel, aber hier sieht man es richtig krass, ja. Jetzt nämlich, nachdem man das Golf-Update Anfang des Jahres, ich glaube, es war in der Februar-Direct, auf Herbst geslated hatte, angekündigt hatte, kommt es jetzt erst im Winter raus, so, und on top of that, ja, kommen die insgesamten 21 Golfkurse ursprünglich alle, ausnahmslos alle aus Wii Sports, ja. Machen wir zurück zu, warum das Spiel im Schatten seines Vorgängers steht, wenn es nicht mal neue Kurse zu zeigen hat. Und dann auch noch irgendwie alle aus Wii Sports copy-pastet. Und dann braucht das nochmal so lange, um veröffentlicht zu werden. Und alles verschiebt sich. Ja, what the fuck, Alter. Was war das bitte für eine Ankündigung in der Direct? Das war ja wirklich ein Schlag in die Fresse. Für jeden Wii Sports und Nintendo Switch Sports Fan, der das Spiel gekauft hat. Okay? Es gibt, wie ich verstanden hatte, keinen einzigen neuen Kurs. Und das ist halt wirklich sehr, sehr frech. Und
dieses Update nach der langen Vorankündigung zu verschieben. Ja? Real Talk und Ansage geht raus. Das ist wirklich frech. Also es geht nicht, dass man ein Update im Februar ankündigt für ein Spiel, das noch gar nicht draußen ist, um dann im Monat des Herbstes zu sagen, nee, wir schaffen es nicht. So auf letzten Drücker, nee, wir schaffen es nicht. Wir müssen das auf Winter verschieben. Was haben sie die letzten Monate mit dem Spiel gemacht? So gefühlt haben die Entwickler 4 Monate gebraucht, um dieses Legstrap-Feature ins Spiel zu bringen. Und jetzt brauchen sie noch extra Zeit, um, weiß ich nicht, die Golfkurse zu importieren. Oder wo ist das Problem? Ich komme nicht darauf klar, Alter. Also war wirklich der Tiefpunkt der Direct. Real Talk, ja. Aber das ist nur in der Sektion Updates zu spielen, okay? Das ist eine Enttäuschung von vielen in der Direct gewesen, ja. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Elend, I guess, ja. Es wird wirklich nicht mehr besser. Also haltet euch fest, schnallt euch an. Wir haben endlich Neues zum Nintendo Switch Online Erweiterungspaket gezeigt bekommen, ja. 9 N64-Spiele, die uns höchstwahrscheinlich in den nächsten 9 Monaten erwarten sollen. Ich zeige sie euch mal. Hier auf der Website hat Nintendo das nämlich auf ihre aktualisiert. Wir haben hier GoldenEye 007, Mario Party 1 bis 3, Pokémon Stadium 2, Pilot Wings 64, welches dieses Jahr noch kommt. Genauso wie, ich glaube, auch MP1 und 2. 1080 Snowboarding, Pokémon Stadium 1, 2 und Excitebike 64. Das sind die Games, die noch kommen werden. Und wie gesagt, wahrscheinlich in den nächsten 9 Monaten, denn der Ablaufplan von Nintendo ist, dass man weiter nur ein N64-Spiel pro Monat bekommt als Kunde. Und wir wissen auch auf der anderen Seite, dass Diddy Kong Racing und Donkey Kong 64 und Banjo-Tooie noch mindestens 9 Monate von uns wegbleiben werden. Und also, sofern das für Nintendo keine Spiele sind, die man special-mäßig ankündigt, so wie das, ich glaube, letztes Jahr bei Banjo-Kazooie der Fall war, das kam ja auch relativ plötzlich, aber ich glaube auch nur, weil man keinen neuen N64-Content für den nächsten Monat hatte, den man vorangekündigt hat, deswegen, man musste es ankündigen. So auf den Motto war das, ja. Und ja, ich denke, das wäre alles, ja, also, ich hätte jetzt noch an der Stelle das fehlende Mario Party Superstars. Ja, kommen wir nochmal darauf zurück. Update bereden können. Aber ich glaube, das muss tatsächlich ins nächste Video rein, ja. Was soll ich sagen? Habe ich dann doch ein bisschen verschätzt. Ja, die heilige Nintendo Direct hat mir einfach eine dreiteilige Videoidee geschenkt. Ja, Ehren-Nintendo, muss man an der Stelle aber auch sagen. Gut, dass Nintendo so scheiße abgeliefert hat, weil so habe ich neue Ideen für ein Video. Danke, Nintendo. Ich denke, all der fehlende Content, den wir die letzten Wochen auf dem Kanal beredet haben, Zelda The Wind Waker HD, Twilight Princess HD, die Zelda-Ports, Metroid Prime Remaster, Pikmin 1 und 2, neuer Nintendo Switch Online-Content, abgesehen jetzt von N64, sondern eine neue Konsolensektion dafür, Nintendo, ja. DLC-Wellen zu Mario Party Superstars, all das werden wir im nächsten Video bereden, versprochen, ja. Tut mir auf jeden Fall leid, dass das Ganze, also eigentlich so das Wichtigste, das, was fehlt, holy shit, so nach hinten schiebe, aber ich glaube, so ist die ganze Direct-Thematik am besten geordnet, am geordnetsten. Also ja, meine Brüderinnen, ja, das zu den Updates, zu den Spielen, die kommen sollen, die kommen werden, Copium. Und ich sag euch, wie es ist. Ich bin auch hier nur so semi-begeistert, wenn nicht sogar noch enttäuschter als bei der Spieleauswahl. Ja, die meisten Updates, die kommen, waren zu erwarten und bieten immerhin neuen und nicen Content, aber einige sind durch den spärlichen Inhalt leider echt enttäuschend, sodass man sich ehrlich gesagt nicht wirklich darauf freuen kann, dass diese Updates kommen. Bestes Beispiel, Switch Sports Herbst Update. Entschuldigung, Winter Update. Was ist Hashtag eure Meinung hierzu? Findet ihr es cool,
dass Nintendo Switch Sports jetzt doch im Winter kommt, weil man so nämlich Sport machen kann in einem unterkühlten Zimmer, weil man die Heizung auslassen sollte, im besten Falle. Und man so eben sich aufwärmt durch den Sport. Ist das am Ende eine coole Idee? Ist das vielleicht am Ende der Move von Nintendo, um die Leute an die Switch zu ziehen im Winter? Hey, bewegt euch, macht ein bisschen Sport, dann wird euch warm. So ähnlich wie das 2020 war, als die Pandemie ausgebrochen ist und Animal Crossing so zum Todesbanger geworden ist, weil alle zu Hause bleiben mussten. Und obwohl das Ganze ja nicht geplant von Nintendo war, aber wer weiß, vielleicht ist das bei Switch Sports dann auch so ein unterschwelliges Ding und auf einmal kaufen alle Switch Sports. Aber was ist eure Meinung? Schreiben Sie es in die Comments und ich bin rausgeschallert. Und tschüss, die Rüdiger an die Schulter. Moin.